Das ist der Schalter. Vielleicht kann ich meinen Steinkram. Ah, verdammt. Bist du gekommen, unser Ritual zu stören? Seine Seele gehört uns. Du kannst ihn nicht mehr retten, Magier. Wach dich nicht wieder mit mir. Ja, toll, da beschwören die auch noch einen Regen und ein Unwetter. Jetzt laufe ich. Schau einfach mal, was passiert. Puh. Falscher Trank. So. Gehen wir noch ein bisschen weiter weg. Huch. Da steht ein Suchender. Oh, den Feldräuber nehme ich aber mal mit. Was soll's? Also mit dem Eisblock kriege ich einen einzelnen. Einen einzelnen Suchenden, sorry, ich hatte gerade aufstoßen, einen einzelnen Suchenden auf die Bretter. Ungefähr so. Es dauert zwar eine Ewigkeit. Aber irgendwann gibt er den Geist auf. Gut, ich habe jetzt noch Pech gehabt, dass er nach hinten ausweichen konnte. Aber es geht, das ist der Punkt. Ich brauche Feldknöterich und dann jede Menge Mana-Trinke zu brauchen.
Schauen wir mal, ich glaube hier oben waren ja auch noch mal. Finde ich mal eine. Ah ne, Waage waren hier. Ne, lass mal gut sein. So viel Erfahrung haben wir aber jetzt noch nicht geschafft. Ja gut, zwei suchen noch 600 und ein bisschen Kleinviech. So. So, eigentlich sollte es jetzt so sein, dass Kavalorn die Suchenden umgelegt hat. Denn Kavalorn ist storywichtig. Das Vino dort ist halt Pech. Verdammt. Ha! Die sind alle wieder frisch. Ja, toll. Da zaubert der ein Unwetter und macht nicht nur mich platt, sondern auch den anderen Suchenden. Also nicht nur den anderen Suchenden, sondern auch mich, so muss ich sagen. Gut, aber meine Theorie hat gestimmt. Nur, dass Kavalor nicht alle umgelegt hat, sondern den einen, mit dem er am Kämpfen war. Das heißt, wir zetteln ja einfach nochmal einen Kampf an, dass wir, wenn, dadurch, dass wir da hingehen. Und hauen nochmal ab. Und dann wiederholen wir das noch einmal. Aber dann hauen wir nicht ab, sondern greifen mit an und kriegen die Erfahrungspunkte. Komm, greif an einmal. Genau, so. Du hast den auf der Fresse gegeben und ich bin weg. Trust me, I'm an engineer. Das funktioniert. 100 pro. Hoffe ich. Wie Sid bei Ice Age. Ist doch leicht, kinderleicht. Gleich kratze ich ab. Ich weiß nicht, es sollte schon genug sein. Das Licht im Haus wird schon nicht mehr angezeigt. Boah, dürfte reichen. Ja. Jetzt sind die wieder geladen. Weil jetzt noch ein Suchender steht. Alles im Load. Ach, komm schon! Er gönnt es mir nicht. Er gönnt es mir einfach nicht. Mal gucken, ob ich den...
und das Unwetter verhindern kann, wenn ich den hier angreife und nicht den anderen. Ich darf nur jetzt kein Leben mehr verlieren, dann überlebe ich das sogar. Was? Eben habe ich das überlebt. Ach, das ist doch lächerlich. Ist ja jetzt auch nicht so, Wolf rufen, dass der wenig Schaden machen würde oder sowas. Ach, was soll ich Schaden? Eine geringe Reichweite hätte oder so. Der rotzt ja voll rein, dieses Unwetter. Ah, wenn ich jetzt nochmal... in die Stadt gehe. Dann ist jetzt Tag, dann könnte ich Spruchrollen einkaufen gehen. Und eventuell noch ein bisschen Erfahrung sammeln, dadurch, dass ich den Vergessenszauber genutzt habe. Eventuell. Kuckuck. Zeig mir. Verwandlung Snapper, toll. Den rotzt er so weg. Ich glaube ja noch nicht mal mit dem Wag könnte ich da was reißen. So ein blöder Mist. Ich glaube, der will auch gar nicht mehr, dass sein Experiment funktioniert. Ah ne, es ging darum, einen Bürger in der Stadt, glaube ich, das anzuwenden. Auf einen Bürger in der Stadt. So. Ah ja, ich könnte geldtechnisch noch einmal hier vorbei. Ich sehe, du hast Minenanteile zu verkaufen. Davon weiß ich nichts. Von mir aus kannst du sie haben. Yay! Meine Meinung will ja keiner hören. Wie sieht's in der Stadt aus? Bisher gibt es nichts Neues. Ciao. Okay. Ich habe hier... Wolfsfell, das... Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Das ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast... Ah, sehr schön. Die falschen Leute gehört. Ich kann das nicht glauben. Wir können nur abwarten. Von selbst darauf gekommen. Das kann ja nicht. Ach, das kann weg. Das kann weg. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, 200 Pfeile haben wir eigentlich auch noch genug. Kannst du hier nichts dran ändern. So. Das hat er doch vorher gewusst. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich habe mir das schon gedacht. Von mir. Rüst mal auch 250 auf. Ich habe so einiges gehört. War jetzt nicht so erquickend. Außer ein wenig Geld. Habe ich so viel ausgegeben vorher? Mist.
So. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Ja, unterbrich mal deine... Lobart. Was denn? Schon wieder? Ein harter Winter und sie weilt nicht mehr bei uns. Na schön. Aber weißt du, da du gerade schon mal da bist, kannst du sie auch vorbeibringen. Okay. Immer auf die Kleinen.